Wir starten unsere Tour in der Ramsau in Strobl am Wolfgangsee, wandern über die Sonta Kalm auf den Rettenkogel, den wir über den Grat zum Bergwerkskogel überschreiten. Von diesem geht es über die Laufenbergalm wieder zu unserem Startpunkt zurück. So, jetzt sind wir da bei Strobl am Wolfgangsee vorbei Richtung Ramsau, Gasthof zur Wacht und dann noch so eine Forststraße rein und da geht es jetzt noch in Richtung Rettenkogellaufe. Gemeinsam mit Matthäus bin ich unterwegs. Der schaut da ins Licht. Und falls man sieht, da geht es jetzt in Führe. So, guten Morgen noch einmal. Sonnenaufgangsstimmung von der Sonntagskorm, glaube ich, heißt sie, die ist da unten. Und da vorne ist unser Ziel. Das erste, das nächste, das ist der Rettenkogel. Und jetzt werden wir mal Sonnenaufgang schauen. ...135 Sprossen gingen da auf, von den Naturfreunden in Strobl aufgestellt. Du kannst aber glaube ich auch links außen umgehen. So geht's da alle. Und so schaut's da aus. Richtung Wolfgangsee. Hinterberg der Schafberg. Ja, und ganz hinten sieht man alles in Neblig. So, liebe Leute,
schöne Grüße vom Gipfel Rettenkogel, 1781 Meter. Voll schön ist da im Salzkammergut, so schaut es da aus. Gerade angekommen. So, dann ab die Brust. Jetzt geht es da zu dem Bergwerkskogel und da ist scheinbar die Schlüsselstelle, leicht überhängender Fels und es stimmt, da kann man sich super anhalten. Ein schönes Drahtseil ist drin. Yep. Das ist die eine Stelle, die man da gesehen hat, wo es scheinbar wenig Griff gibt. Ja. Also eine 7er-Stelle ist das auch. Ja, ich meine, wenn es nass ist, wird sich das. Ja, wenn es nass ist, kannst du es vergessen, aber ich muss da mit einem 3er Hummer. Ja, hinten hast du recht, Absturzgelände. Ah ja? Ah ja, gar nicht gesehen. Okay. Ja.
Was hast du mit Russland gemacht? Okay. Ja.